Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 17 und in diesem Video werden wir uns mit einem neuen Themengebiet beschäftigen, nämlich der Differentialrechnung im Mehrdimensionalen. Worum geht es dabei? Nun, wir werden uns Funktionen anschauen, die zum einen auf einem mehrdimensionalen Definitionsgebiet definiert sind und zum anderen möglicherweise Werte in einem mehrdimensionalen Vektorraum im R hoch n annehmen. Und dann möchten wir für solche Funktionen die Grundzüge der Differentialrechnung, also einen Ableitungsbegriff zum Beispiel, einführen. Ja, hier gibt es verschiedene Fälle zu betrachten. Beispielsweise, wenn die Funktion in den Rn abbildet und n größer gleich 1 ist, aber die Funktion nur von einer skalaren Größe abhängt, das heißt die Dimension des Definitionsbereiches ist 1, dann spricht man in der Mathematik eben von Kurven. Andererseits, wenn wir eine Funktion betrachten, deren Definitionsbereich mehrdimensional ist, aber die Funktionswerte liegen nur in R, dann spricht man von einer skalaren Funktion oder einem Skalarfeld. Wenn sowohl die Dimension des Definitionsbereiches als auch des Bildbereiches größer gleich 1 sind, dann spricht man von vektorwertigen Abbildungen. Und im Spezialfall, dass sowohl d und n den gleichen Wert haben, dann spricht man eben von Vektorfeldern. Ja, und wir möchten dieses größere Themengebiet jetzt mit einem Kapitel beginnen, in dem es um Kurven gehen soll. Das ist also unser Kapitel 2.1 im Skript und die wichtigsten Ziele dieses Kapitels sind zum einen Begriffe einzuführen, nämlich den Begriff der differenzierbaren Kurve. Wir wollen erklären, was ein Tangentialvektor ist, was ein Tangentialeinheitsvektor ist, was der Schnittwinkel ist zwischen differenzierbaren Kurven. Und dann möchten wir uns auch mit der Frage beschäftigen, wie wir dann eine differenzierbare Kurve durch ein einfacheres Objekt, nämlich einen Streckenzug, approximieren können und welche Fehler wir dabei machen. Und zuletzt werden wir die Länge einer rektifizierbaren Kurve einführen. Ja, beginnen wir einfach mal mit der Definition. In der Mathematik ist eine Kurve immer eine Funktion, die auf einem reellen Intervall, das hier i genannt ist, definiert ist und die in eine Menge m abbildet und diese Funktion soll stetig sein. Das bedeutet, dass die Menge m nicht nur eine beliebige Menge sein kann, sondern es muss ein metrischer Raum sein, damit wir überhaupt über die Stetigkeit sprechen können. Das heißt, jede stetige Funktion auf einem Intervall in einen metrischen Raum nennt man einfach Kurve. Ja, in diesem Zusammenhang nennt man dann das Bild dieser Funktion f die Spur der Kurve. Und die Elemente der Spur, die alle diese Gestalt haben, mit einem t aus dem Intervall i, heißen dann eben Kurvenpunkte. Nun, wie kann man sich das vorstellen? Ja, dazu zeichne ich erstmal hier die reelle Zahlengerade auf. Und in dieser Zahlengeraden liegt dann irgendwo das Intervall i. Meinetwegen dieses hier, das kann ein abgeschlossenes, ein offenes oder ein halboffenes Intervall sein. Das ist also unser i. Und ja, dieses Intervall wird jetzt in den metrischen Raum abgebildet über unsere Funktion f. Wir können uns den metrischen Raum vielleicht einfach hier als euklidische zweidimensionale Ebene vorstellen und dann wird eben dieses Intervall hier auf etwas abgebildet, nämlich auf die Spur. Die könnte meinetwegen so aussehen. Und jeder Punkt in dem Intervall i wird eben mit f dann auf einen Bildpunkt, einen Kurvenpunkt abgebildet, der in der Spur liegt. Also das hier ist die Spur der Kurve f. Es kann jetzt passieren, dass die Spur sich schneidet. Sowas könnte vorkommen. Wenn wir so eine Kurve haben, dann hätten wir hier einen Schnittpunkt, den ich hier mal markiere. Und dieser Schnittpunkt wäre der Bildpunkt von zwei verschiedenen Parametern aus dem Intervall i. Ja, vielleicht würde es hier ein t und ein s geben, sodass, wenn wir diese Kurve mal mit g bezeichnen,
sodass dieser Punkt hier, dieser Kurvenpunkt, das Bild ist sowohl von t unter g als auch von s unter g. Und so einen Punkt nennt man dann einfach einen Doppelpunkt der Kurve. Was nicht möglich ist bei dieser Definition, ist, dass die Spur einer Kurve beispielsweise so aussieht, also hier einen Sprung hat, denn das ist ausgeschlossen durch die Voraussetzung, dass die Funktion f stetig ist. Jede Abbildung, die das Intervall i hierauf abbildet, müsste unstetig sein, denn sonst könnte man hier nicht einen Sprung haben. Ja, für uns in der Vorlesung ist der wichtigste Fall, der uns interessiert, jener, wo der metrische Raum einfach der RD ist, und zwar der RD ausgestattet mit einer Norm, zum Beispiel der euklidischen Norm. Welche Norm ist eigentlich egal, denn alle Normen sind ja äquivalent. Und wenn wir uns dann die Definition einer Kurve im RD anschauen, dann stellen wir fest, ja, das sind eben gerade alle stetigen Funktionen, alle Elemente in diesem Raum, wobei hier diese Menge i eben ein Intervall, ein reelles Intervall ist. Ja, Kurven werden auch in der Physik viel verwendet. Zum Beispiel, wenn man die zeitliche Bewegung eines Körpers im Raum beschreiben möchte. Dort kann man sich vorstellen, dass man eben einen Zeitstrahl hat. Das ist also die Zeit. Und man denkt dann, wenn man den Parameter t hinschreibt, eben an einen Zeitpunkt. Und man möchte vielleicht beschreiben, wo sich ein Körper im dreidimensionalen Raum zum Zeitpunkt t befindet. Und man führt dann eben eine Funktion ein, die den Zeitpunkt auf die Position des Körpers abbildet. Und wenn man dann die Zeit verstreichen lässt, dann kriegen wir eine Trajektorie, die Raumtrajektorie des sich bewegenden Körpers im Raum eben. Und das ist nichts anderes als eine Kurve. Und die Stetigkeit der Kurve bedeutet, dass der Körper nicht irgendwo verschwinden kann und an einer anderen Stelle plötzlich auftauchen kann, was ja im klassischen Modell nicht möglich ist. In der Physik tauchen auch Kurven auf, die in höherdimensionalen Räumen leben, zum Beispiel im Vektorraum mit Dimension 6 mal n. Und wobei n eine natürliche Zahl ist, und das passiert beispielsweise, wenn man die Dynamik von dem n-Teilchensystem im Phasenraum beschreiben möchte. Dort wird der Zustand eines einzelnen Teilchens durch zwei Vektoren, zwei dreidimensionale Vektoren beschrieben, deshalb steht hier insgesamt eine 6, und zwar durch einen Ortsvektor und einen Impulsvektor. Und man hat dann, wenn man n-Teilchen beschreiben möchte, hat man eben 2 mal 3 mal n Freiheitsgrade, und man kann dann den Zustand und die zeitliche Veränderung des Zustands von so einem System durch eine Kurve in diesem hochdimensionalen Raum beschreiben. Und die Dimension kann wirklich sehr hoch sein, wenn man sich sehr große Teilchensysteme eben ansieht. Ja, wir möchten uns jetzt eine Reihe von Beispielen für Kurven ansehen, und wir starten mit diesem Beispiel hier. Das ist eine Kurve im RD. Das Intervall ist hier die ganze Zahlengerade, und die Kurve ist hier definiert. Man hat also einen Vektor im RD, der hier a genannt ist, und dazu addiert man t mal v, und v ist hier ein Vektor, der eben im RD liegt, aber nicht 0 ist. Und hierdurch wird eine Gerade beschrieben, die durch den Punkt a verläuft. Wenn man jetzt an die Physik denkt, dann tatsächlich sich vorstellt, dass dieses Ft die Position eines Körpers im R3, setzen wir mal d gleich 3, beschreibt, dann würde dieses F, diese Kurve, würde dann gerade eine gleichförmig geradlinige Bewegung beschreiben mit Geschwindigkeit v. Man kann das Beispiel ein bisschen abändern, und zwar, wenn man eine Transformation des Parameters t vornimmt, dazu sei phi eine stetige bijektive Abbildung von r nach r. Und wir können dann diese Komposition uns angucken. Und was da rauskommt, ist eben dann eine Funktion g, die wieder stetig ist und von r nach rd geht. Und weil dieses phi, diese Transformation bijektiv
hier vorausgesetzt wird, ist dann sofort das Bild, also die Spur von F mit der Spur von G identisch. Wenn wir jetzt nochmal an dieses Bild der Physik denken, dann würde auch dieses G die Bewegung eines Körpers beschreiben, der sich auf einer Geraden bewegt. Aber es wäre jetzt nicht unbedingt mehr eine gleichförmige Bewegung, sondern die Geschwindigkeit könnte sich von Zeit zu Zeit eben ändern. Beispielsweise könnten wir als ein mögliches Phi hier die Funktion Phi von t ist t hoch 3 betrachten. Das ist eine bijektive, stetige Abbildung von r nach r. Und da hätte man, wenn man diese Transformation betrachtet, wäre zum Beispiel die Geschwindigkeit des Körpers, der durch diese Kurve g beschrieben würde, wäre 0 zum Zeitpunkt 0 und würde dann stark zunehmen, wenn die Zeit voranschreitet. Ja, man kann sich die Kurven schön darstellen lassen, indem man Computersoftware verwendet. Und ich möchte kurz das Tool GeoGebra vorstellen, das zur Visualisierung solcher Kurven geeignet ist. Ja, hier sehen Sie das GeoGebra-Tool. Das ist eine frei verfügbare Software, die hier auch online verfügbar ist. Sie können einfach diesen Link hier eingeben, www.geogebra.org. Und für Lehrzwecke ist die eben auch kostenlos. Und Sie kennen diese Software vielleicht auch schon aus der Schule. Nun, ich habe hier den 3D-Rechner in GeoGebra gestartet. Das zeigt mir dann zunächst mal dieses Koordinatensystem an. Ich kann das Koordinatensystem auch drehen, wenn ich möchte. Und so justieren, wie es mir eben gerade als vernünftig erscheint. Und ich kann dann hier in dieses Feld dann die Parameter eingeben. Ja, um dieses Beispiel hier eingeben zu können, gebe ich in dieses Feld hier erstmal den Vektor a ein. Ich wähle jetzt einfach mal den Vektor mit Koordinaten 1, 0, 0. Der wird hier dann auch schon als schwarzer Pfeil dargestellt. Und dann brauche ich noch einen Geschwindigkeitsvektor oder einen Vektor v. Und dann nehme ich mal jenen mit Koordinaten 1, 1, 1. Der wird jetzt durch diesen Pfeil hier dargestellt. Und jetzt kann ich auch schon die Kurve eingeben. Schreibe also f von t ist gleich a plus t mal v. Und dann sieht man hier die Spur der Kurve und sieht, dass es eine Gerade ist, die durch den Punkt A verläuft und parallel ist zu V. Damit man das besser unterscheiden kann, kann ich auch die Farbe ändern. Ich mache das Ganze mal rot. Und dann ist es schön zu sehen. Und wenn ich jetzt hier irgendwo zum Beispiel den Vektor A verändere, dann verändert sich natürlich auch die Gerade. Oder wenn ich den Vektor v verändere, dann wird sich auch die Richtung dieser Gerade verändern. Und Sie können dann dieses Koordinatensystem eben wieder drehen, um besser zu verstehen, wie man sich das vorstellen muss. Natürlich bei diesem Beispiel der Gerade ist es nicht besonders schwierig. Wir möchten jetzt noch die Wirkung von so einer Transformation des Parameters t untersuchen und dazu habe ich erstmal die Vektoren a und v in der Darstellung hier gelöscht und hier sieht man jetzt nur noch die Gerade. Was wir jetzt machen werden, ist eine Parameter t hier anlegen in GeoGebra. Ich setze t auf 0 und wenn man das macht, kriegt man sofort so einen Schieberegler, mit dem man den Wert von t dann verändern kann. Und ich möchte jetzt zwei Punkte definieren. Einmal den Punkt x, der Bildpunkt der Kurve ist zum Parameterwert t. In dem Fall, wenn t gleich 0 ist, kommt da eben der Vektor 1, 2, 0 raus. Man sieht hier diesen Punkt, der liegt hier. Und dann möchte ich einen zweiten Punkt, Kurvenpunkt, mir anlegen, der eben ein Kurvenpunkt sein soll von der Komposition von f mit phi, wobei das phi dieses t hoch 3 sein soll. Deshalb gebe ich hier einfach mal ein, dass y der Punkt sein soll, den man bekommt, wenn man in das f t hoch 3 einsetzt. Ja, und weil t und t hoch 3 dasselbe sind für t gleich 0, kommt da der gleiche Vektor raus und man sieht hier an dieser Stelle beide Punkte liegen. Jetzt kann ich aber den Parameterwert von t ändern, indem ich den Schieberegler verändere und dann sieht man, wie diese beiden Punkte hier
verschieden schnell sich bewegen. Also wenn man das nochmal langsam macht, ich schiebe das mal auf 0 zurück. Hier ist man jetzt bei der 0 und wenn wir jetzt den Wert t erhöhen, dann wird zunächst mal der Punkt x sich schneller bewegen und sobald dann t gleich 1 ist, wird sich der Punkt y schneller bewegen. Okay, das heißt, das sind tatsächlich zwei verschiedene Kurven, die beschreiben, wenn man jetzt an die Physik denkt, zwei verschiedene Bewegungen, die zwar auf einer Gerade stattfinden, aber im einen Fall ist die Bewegung gleichförmig, im anderen Fall eben nicht. Aber beide Kurven haben die gleiche Spur. Ja, das nächste Beispiel ist eine Kurve im R2, die einen Kreisbogen beschreibt. Hier sehen Sie die Funktionsvorschrift. Die Kurve ist auf dem Intervall 0L definiert. L ist eine positive Zahlenparameter und in der Funktionsvorschrift kommt noch der Parameter R vor. Wenn Sie von diesem Vektor hier die euklidische Norm ausrechnen, dann kriegen Sie gerade die Länge R, unabhängig von t. Und das bedeutet, dass alle Punkte eben auf der Kreislinie eines Kreises mit Mittelpunkt 0 und Radius R liegen. Wir können uns die Kurve wieder in GeoGebra ansehen. Da sieht man, dass die Spur der Kurve eben auf einem Kreis liegt. Wir haben hier als Parameter für R gleich 1 gewählt und auch für die rechte Intervallgrenze Groß L eben auch 1. Wenn wir hier die Intervallgrenze ändern, das Vergrößern des L, dann kriegen wir eben einen größeren Teil des Kreises, der Kreislinie. Und ja, ab dem Wert 2 Pi kriegt man einen vollständigen Kreis. So, wir haben jetzt für L 7,54 gewählt, das heißt, es ist schon größer als 2 Pi. Und das bedeutet zwar, dass die Spur immer noch nur wie ein Kreis aussieht, aber in diesem Bereich hier, in diesem Abschnitt der Kurve, hätten wir Kreispunkte, die zwei Urbilder besitzen. Das heißt, es gibt dann verschiedene Parameter t, die eben auf den gleichen Kurvenpunkt abgebildet werden. Und diese Kurvenpunkte wären dann Doppelpunkte. Also in diesem Bereich hätte man Doppelpunkte. Und wenn man das L noch weiter vergrößert, könnte man Trippelpunkte haben und so weiter. Ja, was passiert, wenn man den Radius verändert? Nun, wenn ich das R größer mache, wird eben die Spur entsprechend auf einem größeren Kreis liegen. Und wenn ich es kleiner mache, eben auf einem kleineren Kreis. Ja, das nächste Beispiel ist eine Schraublinie. Das ist eine Kurve, die im R3 liegt und die ist hier definiert. Die ersten beiden Komponenten sehen genauso aus wie die Kurve, deren Spur auf der Kreislinie gelegen ist. Und in der dritten Komponente jetzt hat man einfach c mal t. C ist ein positiver Parameter, könnte auch ein negativer Parameter sein. Das heißt, wenn sich der Parameter t vergrößert, dann wandert der Kurvenpunkt nach oben, wenn oben die Richtung ist, in die der dritte Einheitsvektor zeigt. Sie sehen jetzt hier in GeoGebra diese Spur der Kurve dargestellt und dann sieht man, wie sich diese Schraublinie, wenn das t vergrößert wird, sich so nach oben schraubt eben, ne? Wenn wir die Projektion betrachten und also von oben auf diese Schraublinie drauf gucken, das heißt, wir betrachten die Projektion dieser Kurve auf die E1, E2-Ebene, dann sieht man, dass von oben betrachtet eben die Spur auf einem Kreis liegt. Ein Kreis mit Radius 1, denn wir haben hier für R den Parameter R als 1 festgelegt. Und jetzt schauen wir nochmal von der Seite drauf. Wenn ich hier den Parameter c ändere, der jetzt bei 0,1 liegt, dann wird die Schraubung eben etwas gröber. Wenn ich dann vergrößere diesen Wert, ich zoome mal hier raus, damit man die gesamte Kurve dann noch sieht. Oder wenn ich den Wert verkleinere, dann geht die Schraubung eben etwas schneller. Ich kann natürlich auch den Parameter ändern, dann sieht man einfach, dass die
der Radius dieser Schraube sich dann entsprechend vergrößert bzw. verkleinert. Ja, das nächste Beispiel für eine Kurve ist eine Verbindungsstrecke. Und hier können wir uns eine Kurve in einem normierten Vektorraum ansehen. Das ist ja insbesondere auch ein metrischer Raum und man kann deshalb über Stetigkeit sprechen. Und die Idee hier ist, dass man Folgendes macht: Man betrachtet zwei Punkte im normierten Raum, zum Beispiel hier einen Punkt x0 und hier einen Punkt x1. Und diese Kurve ist jetzt so definiert, dass der linke Rand des Definitionsgebietes des Intervalls eben auf x0 abgebildet wird und der Endpunkt des Intervalls auf den Punkt x1 abgebildet wird und dazwischen liegt die Kurve eben auf einer Geraden zwischen diesen beiden Punkten. Das heißt, die Kurve sieht so aus und sie wandert eben, wenn t von t0 nach t1 wandert, zum Punkt x1. Ja, das nächste Beispiel ist die Verbindungsstrecke. Wir können diese Kurve als Kurve in einem allgemein normierten Vektorraum betrachten. Und die Idee der Verbindungsstrecke, die wir ja schon aus der Definition der konvexen Menge kennen, ist eben folgende: Man hat in dem Vektorraum zwei Punkte, einen Punkt x0 und einen Punkt x1, und definiert nun eine Kurve auf einem Intervall AB, sodass der Parameter a auf x0 abgebildet wird und der Parameter b auf x1 abgebildet wird und alle Parameter dazwischen eben dann auf der Verbindungsstrecke zwischen den beiden Punkten liegen. Wir können das nochmal die Definition hier ansehen. Wenn wir also zunächst mal angucken, was dieser Vorfaktor hier ist, wenn das t liegt ja zwischen a und b. Und damit liegt der Zähler zwischen 0 und b minus a. Und das bedeutet, durch das Teilen mit dem Faktor b minus a ist das eine Zahl, die zwischen 0 und 1 liegt. Und damit ist der ganze Ausdruck nichts anderes als eine Konvexkombination der Vektoren x0 und x1. Und wir sehen, wenn wir für t eben a einsetzen, dann kommt hier eine 0 raus, dann ist f von a eben x0 und wenn wir für t b einsetzen, dann steht hier eine 1 und dann ist dieser gesamte Ausdruck eben x1. Und die Funktion ist auch eben affin. Beispielsweise wird der Punkt t gleich a plus b halbe genau auf die Mitte dieser Strecke abgebildet. Ja, das nächste Beispiel ist der Streckenzug. Da hängen wir einfach Verbindungsstrecken aneinander. Also die Idee ist die folgende: Wir sind wieder in einem normierten Raum. Und in dem normierten Raum haben wir n plus 1 Punkte, ein x0, x1, x2, vielleicht ein x3 und so weiter. Und dann haben wir hier Parameterpunkte t0, t1 und so weiter, in dem Fall bis t3. Und die Idee ist, oder eine gute Idee, das zu visualisieren, ist, diese Parameterpunkte einfach mal hier so einzuzeichnen. Die sind also monoton sortiert. Ich male hier vielleicht noch einen vierten Punkt hin, t4, und damit einen Kurvenpunkt x4. Und die Idee ist, dass jetzt dieses Intervall hier auf die Verbindungsstrecke zwischen x0 und x1 abgebildet wird. Dann das Intervall t1, t2 wird auf die Verbindungsstrecke x1, x2 abgebildet und so weiter. Und auf diese Weise erhält man eben einen sogenannten Streckenzug. Das kann man hier alles dann formal definieren. Man kriegt also eine Kurve, die das abgeschlossene Intervall t0 bis tn nach x abbildet. Und immer dann, wenn man sich auf so ein Intervall zurückzieht, erhält man die Verbindungsstrecke der richtigen Punkte. Und man kann jetzt sich leicht überlegen, dass dadurch eine stetige Funktion eben definiert wird und wir damit eine Kurve haben. Ja, wir haben jetzt einige Beispiele für Kurven im euklidischen Raum gesehen, auch in
normierten Vektorraum und zuletzt auch in den metrischen Raum. Ja, die Kurven sind nicht nur für die Physik wichtig, um Bewegung von Objekten im Raum zu beschreiben, sondern auch in der reinen Mathematik. Und hier sehen Sie eine Definition, die später noch eine Rolle spielen wird, die auf dem Begriff der Kurve basiert. Und das ist der Begriff des Wegzusammenhangs. Und zwar nennen wir einen metrischen Raum wegzusammenhängend. Ich male mal hier dieses Bild hin, das soll meinen metrischen Raum symbolisieren. Und wir nennen den wegzusammenhängend, wenn wir für beliebige Punkte des metrischen Raums eine Kurve finden könnten, die diese beiden Punkte verbindet. Nun, warum heißt das zusammenhängend, wegzusammenhängend? Das macht man sich am besten klar, wenn man sich vielleicht einen metrischen Raum, sagen wir mal einen, der als Teilmenge des R2 gegeben ist, vorstellt, der vielleicht aus diesen zwei Komponenten besteht. Und hier wäre es natürlich so, wenn man jetzt einen Punkt aus einer Komponente nimmt und einen anderen Punkt aus der anderen, dann kann man keine stetige Kurve finden, die beide Punkte verbindet. Man kann sich klar machen, dass wenn wir uns auf Teilmengen von R einschränken, dann sind die wegzusammenhängenden Teilmengen gerade die Intervalle. Anderes Beispiel, wenn wir einen normierten Raum haben und eine Teilmenge des normierten Raums, die konvex ist, dann war ja die Definition der Konvexität jene, dass zwei beliebige Punkte der konvexen Menge die Eigenschaft haben, dass wenn wir die Verbindungsstrecke dieser beiden Punkte uns ansehen, diese vollständig in der Menge eben enthalten ist. Und da eine Verbindungsstrecke immer eine stetige Kurve ist, ist dann eben K auch wegzusammenhängend. Ja, als letztes wollen wir noch uns klar machen, dass die Menge der orthogonalen Matrizen, betrachtet als Teilmenge vom RD Kreuz D, nicht wegzusammenhängend ist. Und das ist nicht schwierig zu sehen. Wir betrachten dazu mal eine Kurve in OD, also eine stetige Abbildung in diesem Fall von dem abgeschlossenen Intervall 0,1 in die orthogonalen Matrizen. Und wir möchten uns auch die skalare Funktion ansehen, die wir erhalten, wenn wir die Determinante auf f von t abbilden. F von t ist eine Matrix, eine orthogonale Matrix, und davor können wir die Determinante ansehen. Und jetzt muss man sich daran erinnern, dass orthogonale Matrizen eben die Eigenschaft haben, dass die Determinante entweder plus oder minus 1 ist. Und daraus folgt, dass das Bild von G gerade enthalten ist, eine Teilmenge ist von der Menge plus 1 minus 1. Nun, wenn jetzt G stetig ist, und das ist in der Tat der Fall, denn T abgebildet auf FT ist stetig, und damit sind auch die einzelnen Komponenten dieser Matrix als Funktion von T stetig und damit auch die Determinante dieser Matrix, denn die Determinante ist ja ein Polynom. Das heißt, G ist eine stetige Funktion in T. Ja, wenn dieses G eben stetig ist und nur die Werte plus oder minus 1 annehmen kann, dann folgt daraus eben, dass dieses G konstant ist. Denn wäre es nicht konstant, dann würden wir zwei Punkte finden in dem Intervall 0,1, sodass der eine Bildpunkt eben plus 1 wäre und der andere Bildpunkt minus 1 wäre, und mit dem Mittelwertsatz würden wir dann eine Zwischenstelle finden, für die dann G den Wert 0 annehmen müsste, aber das ist nicht möglich. So, und das bedeutet nun, dass diese Menge der orthogonalen Matrizen nicht wegzusammenhängend ist. Denn wir wissen zum einen, dass alle Matrizen in der Teilmenge der speziellen orthogonalen Matrizen die Eigenschaft haben, dass die Determinante dieser Matrizen eben plus 1 ist, während wenn wir das Komplement in OD betrachten, dort haben wir die Determinante minus 1.
Und das heißt, wir können niemals eine Matrix hier drin mit einer Matrix hier drin durch eine stetige Kurve verbinden. Und damit folgt eben, dass diese Menge nicht wegzusammenhängend ist. Ja, mit dieser kleinen Beobachtung sind wir am Ende dieses Lernvideos. Bis zum nächsten Mal.